Herzlich willkommen zurück, liebe Abzocker und Abzockerinnen, zu Dungeon of the Endless. Wir sind hier auf Level 11 angelangt. Es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, euch wieder willkommen heißen zu dürfen bei diesem kleinen Let's Play. Mal schauen, ich bin immer noch vollkommen unausgeschlafen, hab was gegessen und jetzt kann's weitergehen. So, dann schauen wir gleich mal. Ach, doof. Fehler. Ich muss mit ihm hier aufmachen. Er hat dieses tolle Talent, dass er zusätzlichen Dust bekommt. Da hätte ich gleich zu... Ja, könnte ich jetzt drei Räume freischalten statt nur zwei. Wenn ich mit ihm geöffnet hätte. Der ist leider nutzlos, der Raum. Naja, ich hoffe, dass der dahinter was ist. Mal sehen. Ja, hier geht ein Modul rein. Ja, ich habe leider festgestellt, dass es jetzt bei noch einem Video so ein bisschen Knacksen im Sound hatte. Oder ein bisschen ist, ja, gelinde ausgedrückt. Aber, naja, ich habe mal alle Kabel überprüft. Und ich denke fast, dass es daran liegt. Ich werde wieder mit Nahrung starten diesmal. Wir haben über 800 Industrie. Das ist ja bei dem Spiel auch blöd. Ich kann ja nicht einfach irgendwie laden und nochmal aufnehmen ohne das Rauschen. Das ist leider nicht möglich. Aber gut, es ist immer nur kurz. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ich hoffe außerdem, dass das jetzt hier nicht mehr auftritt fürs Erste. Mal sehen. Wir stellen ihn dazu, um den Output gleich deutlich zu erhöhen ab der nächsten Runde. Und öffnen hier den nächsten Dust. Nein, kein Dust. Ach. Schlecht. Okay, dann geht sie hier rein. Das ist bisher ein lausiger Start, ein sogenannter, liebe Leute. Aber man kann es nicht ändern. Okay. Wir gehen rüber mit unserem Brachial-Kollegen. Ausgezeichnet. Wir bauen. Ja, da machen wir aber jetzt Industrie. Und selbstverständlich einen kleinen Unterstützungskollegen dazu. Okay. Ja, leider kein besonders guter Start. Wir gehen einfach mal hier weiter. Okay, da sollte ja wohl das drinnen sein. Jawohl, 16. Genug, um den Raum und den Raum zu aktivieren. Wobei, den werden wir dann wieder abschalten. Was haben wir da überhaupt für einen Effekt? Nahrung pro getöteten Gegner. Mhm, okay. Ja, obwohl nächste Runde passt das eh, dann ist das hier weg und wir können ein großes Modul hinstellen. Wir nehmen gleich nochmal Nahrung. Hier. Gut, dann gehen wir da zurück. Ja, und machen die hier oben auf. Okay, Kollege kommt gleich wieder hinterher.
Gork. Go Gork. Okay. Gut, dann können wir diese Runde zwei Module bauen. Eins hier oben, eins da unten. Bei beiden geht es weiter. Hier haben wir vier Plätze für kleine Module. Da oben schaut es damit ziemlich bescheiden aus. Nur zwei. Ja, ich glaube, dementsprechend sollte ich auch da oben dann gleich weiter aufklären. Um, ja, einen Raum zu erreichen, der besser zu verteidigen ist als der hier. So, jetzt machen wir hier aber Industrie her. Okay. Und da unten machen wir Wissenschaft. Okay. Ja, ich glaube, sollten wir sie lieber zu einem Industriemodul stellen. Ja, warum nicht? Ich gehe zu dem hier oben. Oder soll ich sie gleich zu dem Nahrung da drüber stellen? Wäre auch kein Fehler. Weil der Raum hier zum Verteidigen dann ganz gut wäre. Da könnte sie vermutlich länger stehen bleiben. Ich hoffe ja hier jetzt einen neuen zu finden gleich, der besser ist. Wobei, es ist nichts. Oder nee, egal. Ich stelle sie hier rüber. Schauen wir auch nochmal, ob sie nicht was Besseres anlegen könnte, während sie daran arbeitet, ist hier dieses Märchen besser. 5 Intelligenz zahlt sich schon aus, denke ich. Okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass es hier wieder das gibt im nächsten Raum. Drückt mir die Daumen. Tada! Forschungsmodul, auch gut. Gut, wir werden hier das Lähmungsmodul mal erforschen. Das verlangsamt die Feinde, das hört sich schon ganz gut an. Vor allem hier dann in diesen Räumen. Unmittelbar neben dem Kristallraum, dass man da noch mal ein bisschen extra Zeit hat, falls man nachlaufen muss zur Verteidigung. Naja, natürlich leider keinen Dust bekommen. Es ist eine Sackgasse. Ach. Ach, er hat es jetzt übernommen. Aber von ihr soll es doch schon aktiv sein jetzt. Ja, ja, ist auch aktiv. Also wenn ich mit ihm aufmache, kriege ich trotzdem den Bonus von ihr jetzt dazu. Dann stelle ich mich mit ihm hier hoch und baue hier ein bisschen die Verteidigung aus. Nicht besonders, nur mal eine Wissen ist Macht-Kanone. Das erste Mal sehen, ob wir dann mehr dazu stellen. Keine Ahnung. Das. Naja, auch gut. Selbstversorgt kann eine Stufe aufsteigen. Da macht das wieder gleich mit meinem Meisteringenieur hier. Der Del Bradford.
altes Haus. Ah, das gibt dieser Fähigkeit ein Level up. Die ist ganz gut, um die Module zu verteidigen. Großes Modul und Artefakt im Level, nämlich noch dazu. Nicht nur im Raum. Habe ich zwar bisher noch nicht so oft verwendet. Ah, sehr schön. Wir werden hier... das ist... allerdings doof. Da ist nur ein Platz für ein kleines Modul offenbar. Oder ist da unter dieser Kiste noch eins? Keine Ahnung. Jedenfalls. Ist das nicht gerade optimal, ehrlich gesagt. Aber dann mache ich einfach woanders jetzt weiter auf. Schauen wir mal, ob wir hier noch so eine Kanone reinbauen können. Ach doch, da unten war noch ein Platz. Sonst mache ich vielleicht doch hier noch weiter auf. Passt schon. Oh, oder passt eben auch nicht. So. Naja, die Frage, die wollen durchlaufen zum Kristall. Sollte eigentlich schon passen. Okay. Ja, leider nicht genug Dust, um den Raum hier zu aktivieren. Da müsste ich dann die Verteidigung hier vor verlagern. Da haben wir auch 4 Plätze für kleine Module. Ja, aber keinen Strom. Blöderweise. Hier haben wir noch einen Zug. Ja, genau. Ja, er muss leider dort bleiben. Außer ich stelle sie rüber. Na gut, ich mache da einfach die nächste hier auf. Jawohl. Okay, da ist wieder was gespawnt. Oh. Die explodieren da voll, ne? Und die wollen eh weiterlaufen. Passt schon. Reparieren wir gleich mal alles. Schalten den Raum hier frei. Okay, wir haben... zweimal Nahrung und wie oft Industrie? 1, 2 und da oben 3. Und einmal Forschung. Okay. Apropos Forschung, wir schauen gleich weiter. Tesla-Modul upgraden. Ja, Unterstützungsfeuerbot. Die baue ich eigentlich ganz selten, aber wenn er jetzt um 25% dann schon erhöht. So ein LAN-Modul ist auch nicht. Die sind eigentlich jetzt alle gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Na, ich glaube, ich baue auch mal oder forsche auch mal dieses LAN-Modul. Oder den Feuerbot, die zwei
Ich schau mal eben. Ich glaube, der ist jetzt bei 21%, oder? Wenn ich den bauen will. Ja, ist bei 20, also 5% zusätzlich. Ist halt nur im selben Raum. Ja, das LAN-Modul steigert um 20% die Verteidigung aller Module im gesamten Level. Kann ich aber halt auch erst bauen, wenn ich genügend Ressourcenproduktion bereits produziert habe. Naja, gut. Wir machen da jedenfalls mal ein Industriemodul. Knarre dazu. Sollt mit ihr vielleicht auch mal vorrücken. Na gut, aber schauen wir noch mal. Ich glaube, ich nehme doch hier einfach das LAN-Modul. Ja, machen wir das. Er bleibt da stehen. Ja, sie rückt nach. Gut, und er öffnet die nächste Tür. Hier. Ja, das war nicht so gut. Vielleicht bauen wir da auch gleich mal. Ja, obwohl das Verlangsamungsteil baue ich lieber hierher, falls da oben was durchschlüpft. Da baue ich jetzt noch mal eine zweite Wissen ist Machtkanone dazu. Und ja, auch vielleicht mal wirklich so einen Unterstützungsfeuerbot, wobei, ja, sie bräuchte eine Waffe. Vermutlich ist es klüger, ich stelle einfach noch eine Wimkanone auf, als ihren Angriff zu boosten. Sie hat nicht mal eine Knarre, ne? Ich sollte jetzt außerdem auch lieber mal da unten weiter öffnen und nicht hier drüben. Insofern sollte ich die Verteidigung hier schon ordentlich stärken, denke ich mal. Anti-Modul-Monster mit diesem Tesla-Teil. Oder so einen Viral-Injektor. Spezialmonster. Er nimmt wenigstens ein anderes Ziel. Ja, machen wir so einen. Gut, dann hoffe ich, dass sie da einigermaßen klarkommt mit dem Ansturm aus den beiden Räumen fürs Erste. Und macht da drüben bei ihm mal ein paar Türen auf. Weil da unten wäre es fast noch nötiger. Aber passt schon. Ich brauche das. Sollte ich hier auch ein bisschen Verteidigung dazu bauen?
Bei ihm zahlt sich das Unterstützungsfeuerteil schon mehr aus. Er hat ja durchaus einen ordentlichen Angriff. Der Bradford. Also ordentlich, naja, 96. Ja, zumindest eine Waffe, ne? Na gut, das wird schon passen. Wir machen hier auf. Jawohl, das. Okay, wir haben Spawn da drüben. Das heißt, ich gehe mit ihm gleich zurück, um dort zu unterstützen. Alles klar, wir können einen weiteren Raum aufmachen. Ich gehe da mal reparieren. Sehr gut. Da unten ist nochmal eine Forschungsoption. Die Frage. Ob ich den hier freischalte? Gut, ich habe genug Wissenschaft, um hier auf zwei gleichzeitig zu forschen, zumindest fürs Erste. Mal sehen. Oh, die Wissen ist Machtkanone. Aufwerten auf 4. Das hört sich doch gut an. 190 Angriffskraft. Kostet schon 60 Wissenschaft, aber ich denke mal, das ist es mir wert. Wobei, Moment mal, ich habe zwar genug Wissenschaft, um auf beiden zu forschen, aber ich habe nicht wirklich genug Strom. Gut, ich könnte das hier einfach anschalten und dort forschen und mit ihm dann da oben weiter Türen öffnen und mit ihm weiter hier stehen bleiben. Jetzt ist nächste Runde fertig hier. Na gut, ja, wir machen das. Die Wissen ist Machtkanone, wird weiter aufgewertet. Sehr schön. Gut, es wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, hier ein Modul zu installieren, aber da ich jetzt hier die Verteidigung schon so gestärkt habe, dachte ich mir, hat das noch etwas Zeit. Gut. Dann schauen wir weiter. Na, vielleicht. Okay, wir laufen wieder rüber, um sie zu unterstützen. Level up. Geben wir für unserem Läufer Max O'Kane. Sehr gut. Ach, war der jetzt automatisch? Ja, der ist automatisch mit Energie versorgt. Sehr schön. Das lasse ich mir einreden. Wenn schon kein ordentlicher Modulplatz zur Verfügung steht dort. Da oben ist jetzt die Forschung abgeschlossen. Schauen wir mal. Das ist nicht so toll, glaube ich. Das werde ich überhaupt nicht erforschen, vermutlich taktischer hat. Steigert es nur um 3 zusätzliche Prozent. Ah, da sind jetzt eigentlich
keine besonders guten Sachen dabei. Ja, aber ich sollte vielleicht trotzdem einfach umzublättern, mehr oder weniger. Aber ich zahle nicht hier die 10. Dann ist er halt wieder für weitere 3 Züge hier oben festgebacken. Aber ja, was soll's denn auch. Wir forschen. Ja, das sind wirklich keine besonders tollen Forschungsmöglichkeiten. Pfefferspray nehme ich ja eigentlich auch nie her. Und es ist auch... Naja, die Abklingzeit reduziert die Abklingzeit. Mal schauen. Pfefferspray. Ja, um eine halbe Sekunde. Und ob die Dauer erhöht ist, ist mir eigentlich egal, so lang leben die meistens nicht. Ja, sehr bescheidene Auswahl. Hier Gefangenentreiber ist nichts für mich. Autodoc Splitter ist auch nichts für mich. Pfefferspray oder taktischer Hack. Naja, entscheid dich mal. Na gut, ich nehme den hier. Hier mit dem Hut. Hut 1, Hut 2, Hut 3, Hut. Okay. Und mit ihm. Wo gehen wir hin? Schauen wir da unten weiter. Jawohl, Sackgasse. Wir haben wieder bei ihr den Spawn. Na, was haben wir denn da? Wer ein wildes Vieh. Kann man noch mal ein bisschen reparieren. Kaum was beschädigt. Aber immerhin. Gut, jetzt haben wir hierfür natürlich auch keinen Strom. Dann glaube ich, baue ich hier gleich noch eine weitere Verteidigung auf. Aber was denn? So einen Viral-Injektor. Ich weiß jetzt wieder nicht. Das ist wirklich doof. Man sollte da irgendeine Option haben, dass man sich das anzeigen lassen kann, wie viele Plätze da noch frei sind. Vielleicht gibt es die eh und ich weiß nur nicht, wie man sieht. Aber es schaut... Ach, na sicher gibt es die. Wenn man es nämlich auswählt, zeigt es einem hier auf der Mappe an, mit den Pfeilen, wie viel das noch gibt hier im Raum. Oder auch hier direkt im Raum sieht man dann, dass da hinten einer ist und hier vorne. Ja gut, dann baue ich, glaube ich, ja, trotzdem wäre eine Option gut, um anzuzeigen, was schon alles drin ist. Da habe ich nur eine Wissen ist Machtkanone. Die Frage, da könnte ich so einen Unterstützungsfeuerbot dazu bauen. Aber ich glaube, ich mache einfach nochmal Wissen ist Machtkanone und so einen Viral-Injektor. Okay. Gut, und mit ihm öffnen wir dann hier oben. Schauen wir mal, da ist noch ein Zug, glaube ich, bis das fertig ist. Jawohl. Ja, dann machen wir da oben auf. Okay. Wir haben jetzt hier und da drüben Spawn.
Ach, Moment. Oh, der bricht da hier die Tür auf, oder? Ist, glaube ich, dieses Symbol. Ja. Verdammt, aber da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig hin. Wo ist er denn? Lauf hier vor. Ich glaube, das wird nichts. Ah, oder doch? Nein! Gerade nicht mehr. Gut, da drüben haben wir Spawn. Ah, doof, zu spät. Oh, da drüben sind ganz ordentlich welche jetzt. Dann gehe ich hier mit dem Lahmen mal in den Kristallraum und mit ihm ebenso. Ja, das passt dann, er haut so gut rein. Ist aber jetzt hier nie im Einsatz. Eigentlich. Gut, mit ihm gehen wir hier drüben reparieren. Mit ihm gehen wir wieder hoch. Ja, jetzt wird es wieder kompliziert. Gut, er hat fertig repariert. Dann schauen wir zu der Kiste hier. Hat es mir da die ganzen Ressourcen trotzdem gegeben, obwohl ich die jetzt nicht selbst geöffnet habe, die Tür? Ich glaube eigentlich schon. So, was war denn das? Aufpepper, Intelligenz 5. Und die mächtige Magie in diesem Armreif heilt und belebt seinen Träger. Heilt? Aha. Interessant. Gut, was ist denn das überhaupt für eine Stele? Hier habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Ach ja, Geschwindigkeit minus 30, Angriffskraft plus 80. Für 3 Runden noch. Wir schauen jetzt mit ihm. Ja, es sind beide Forschungen abgeschlossen. Denke ich mal. Mhm. Die Mine vielleicht. Oh, das ist LAN-Modul von 2 auf 4, auf 200%. Ja, ich glaube, das mache ich. Ach so, aber bei welchen? Ja, der Strom ist mal wieder ein Problem, oder der Dust besser gesagt, die Naniten. Ja, blöd, ich brauche mal zusätzliche Module. Ich hab echt noch recht wenige rumstehen. Der Income hier gefällt mir nicht gut. 42, 12, 28. Das sollte viel höher sein. Ja, hier ist Energieversorgung. Aber da oben wäre eine Sackgasse. Das wäre natürlich sicherer. Also schalte ich, denke ich. Naja, wobei, das ist doof. Ja, es ist so oder so suboptimal. Na, ich glaube, ich behalte doch noch beide für die nächsten 3 Runden. Weil ich einfach zu wenig Dust habe. Dann machen wir hier das LAN-Modul und schauen, was es oben gibt. Und bleiben mit ihm weiterhin dort. Sanitäter. Lockt mich nicht hinterm Ofen vor, muss ich sagen.
Da ist die wahllose Wumme schon. Besser, habe ich den Eindruck. Oder ich mache hier mal ein Upgrade für den Unterstützungsfeuerbot. Bei den baue ich eigentlich auch nie. Ach, wahllose Wumme greift allerdings meine Helden wohl auch an. Aufgrund fehlerhafter Programmierung fügen die Granaten dieses Moduls allen anwesenden Schaden zu. Ja, nein, okay, das ist dann doch nichts. Außer für Räume, in denen man normalerweise nicht mit einem Helden verteidigt eben. Da könnte man es reinstellen. Ja, doof, nix so recht attraktives. Machen wir sonst das Reisgas. Nee. Unterstützungsfeuerbot. Passt schon. Gut. Dann. Dann machen wir da oben weiter auf. Säbel, ja, nicht bloß keine Erbsenpistole oder irgendwas, bitte. Das wäre ja viel zu schön, um wahr zu sein. Ein Händler wäre auch angebracht. Alles, was man hier unten drin hat, geht verloren, wenn man die Stufe wechselt. Ich müsste was verkaufen. Also, wenn man das Stockwerk wechselt. Diese 8 Intelligenz für die Reparatur sind bei ihr vollkommen überflüssig, weil sie nicht reparieren kann, ohne irgendwas auszurüsten, was es ihr gibt. Verteidigung plus 10 für die kleinen Module ist das einzige, was da zieht. Ich weiß nicht, heilt die mächtige Magie in diesem Armreif, heilt und belebt seinen Träger, aber steht jetzt kein Effekt da. Schauen wir mal, TP-Regeneration 12 sollte ja dann eigentlich dabei stehen, dass die gesteigert wird. Aber die bleibt bei 10. Also ist das Ding hier trotzdem besser. Gibt wenigstens 10 zusätzliche Verteidigung für die kleinen Module. Alles klar. Gut. Ja, blöd, blöd. Das läuft schon wieder nicht allzu hervorragend, muss ich sagen. Aber... Oh. Passbar, Stufe 7. Kein Spawn. Ja, und endlich genug Energie für einen weiteren Raum. Die Frage, aktiviere ich den hier? Die Stele ist in einem Zug weg. Gut, hier sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Ja, da hat eine gewisse Verteidigungswirkung, falls da oben was spawnt. Anwerben kann ich ihn natürlich nicht, Stufe 7, während meine alle hier 10 und 11 sind. Anwerben würde ich nur noch einen in dieser Partie, falls mir einer stirbt.
Was ich ja mal nicht hoffen will. Ja, jetzt nächste Runde gibt es auch das nächste Level ab, glaube ich. 156 kostet. Oder 161. Ja, also wie gesagt, nächste Runde. Ich denke, ich aktiviere einfach den da hinten. Ja, passt. Und... ja, was tun wir da für ein Modul rein? Ja, vielleicht in LAN-Modul jetzt. Ja, obwohl... nee, noch machen wir Produktion. Wir sind erst bei 55 Kosten. Und haben schon noch einige Türen vor uns. Haben allerdings auch sehr viel Industrie. Ja, mehr Nahrung? Ich glaube, mehr Nahrung. Okay. Das kann ich. Kann man hier mehrere von den mechanischen Kumpeln auch hinbauen? Vermutlich schon, aber... bringt das dann auch mehr? Sollte eigentlich schon so sein, ne? Hab halt immer nur einen hingestellt bisher. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, falls ihr das wisst. Ich baue einfach mal einen zweiten dazu. Muss eigentlich schon mehr bringen. Okay. Ja, jetzt ist es halt blöd. Jetzt müsste ich... oh, hier sind wir direkt am Torraum noch mit der Tür. Da sollten wir eigentlich mal weiter aufmachen. Nicht, dass uns das dann später hier einen dicken Spawn reinhaut, wenn wir aufmachen und die direkt in den Hauptraum laufen. Aber ich habe... dann möchte ich ihn runterholen. Da brauche ich mehr Strom. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Öffne das da unten. Das ist jetzt auch die letzte Runde für diese Stele. Das heißt, ich bin auch wieder schneller ab nächster Runde. Okay. Dann nur noch eben mal... ja, diese Verlangsamung habe ich ja jetzt doch nirgends hingebaut. Dann mache ich mal eine Kanone. Ja, und so eine Verlangsamung. So, dann mit ihm machen wir hier unten auf. Sehr schön. Sackgasse. Oh, noch ein Held. Stufe 10 hätte die. Das ist, denke ich, auch eine schnelle. Eine Läuferin. Mit einer Nahkampfwaffe. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich die austauschen sollte. Weil Nahkampfwaffen habe ich wenigstens eine. Diesen Säbel hier. Angriffskraft 37. Ja, und jetzt setze ich das nächste Level ab. Würde ich am ehesten gegen sie austauschen. Ich weiß jetzt halt nicht, die hat vermutlich auch ähnliche Talente mit dem extra Dust, das er hier hat. Das Stibitzen.
Und entgehen oder so wird sie haben zum Flüchten. Ich glaube, die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich wollte halt lieber Fernkämpfer haben, aber ja, ich krieg keine Fernkampfwaffen. Ich kann halt dann hier nicht so gut die Module bedienen, nehme ich mal an. Die Diener Ratchet stehen lassen. Was kostet, aber sie kostet auch so viel. 188 Nahrung. Nächste Runde ging's. Naja, die Qual der Wahl, aber ich könnte hier schon das Level abgeben, dann wäre sie 11 um dieselben Kosten, ne? Weil das ist schon verlockend, ist es, aber ich glaube, ich lasse es. Ich gebe ihm hier das nächste Upgrade. Dann kann ich sie mir eh nicht mehr leisten fürs Erste. Schauen wir mal. Eine Runde noch bis zur nächsten. Ah ne, Forschung ist abgeschlossen. Mechanischer Kumpel auf 3 bringen. Hört sich am besten an, denke ich. Ja, doof, dass ich da nie den Strom habe. Und er hier immer blöd rumstehen muss. Aber gut. Ich forsch trotzdem jetzt hier den Kumpel und schau mit ihm nach, was es da jetzt zu erforschen gäbe. Unterstützungsfeuerbot voll machen. Oder hier dieses Heilungsmodul mal erforschen. Das habe ich früher schon ab und an mal verwendet gehabt, dieses hier. Aber dieses auch. Na, ich mache erstmal die vorhandenen voll. Okay. Gut, wo öffnen wir als nächstes die Tür? Entweder hier oder hier. Ich muss mal die so direkt am Kristall sind, beseitigen. Müsste dann halt im Ball von Spawn mit ihm und ihm helfen gehen. Ne, und muss außerdem hoffen, dass da Energie drin ist, dass ich die Spawn-Wahrscheinlichkeit dort direkt nebenan beseitigen kann. Mache ich außerdem jetzt auch hier so eine Verlangsamung her. Eine Kanone. Vielleicht ein Pfefferspray oder einen Viralinjektor. Na, wir nehmen den Viralinjektor, der ist bereits weiter aufgewertet. Ja, vermutlich gibt es jetzt schon mal wieder Spawn. Jetzt war ja schon ein paar Türen lang keiner. Okay, wie gesagt. Ich weiß auch noch nicht. Ja gut, wir gehen mal. Ja, wir müssen mit ihm mitverteidigen. Ihn lasse ich noch kurz stehen. Weiß nicht, ob in anderen Räumen was spawnt.
Okay, er muss auch runter. Oh, irgendwo wird wieder eine Tür angegriffen, hier unten. Okay, er muss runter. Ja, und bei ihr haben wir auch dicke Spawn überall. Okay. Da oben auch. Okay, ja, ich hab's ja gesagt. Es muss mal wieder Spawn kommen. Okay. Er geht gleich weiter, um hier die Tür zu verteidigen. Sie ist in Bedrängnis. Wieso? Ach, Moment mal, greift er von der anderen Seite an? Der ist nicht hier in dem Raum. Ja, aber ich kann jetzt schlecht da jetzt einfach aufmachen, oder? Oh Mann. Okay, er sollte hier rüberlaufen. Aber ich... Oh, das kann mich jetzt aber killen, wenn der die Tür jetzt aufmacht. Aber ja, ich müsste auch selber aufmachen, um das abzubrechen. Also die geht jetzt sowieso gleich mal auf. Und das, während wir noch so viele Gegner hier haben. Gut, ich sollte mal den Strom ausgeben, den ich zur Verfügung habe. Damit wenigstens in dem Raum dann nichts passieren kann. Dann baue ich vielleicht... Ja, es wäre eigentlich noch immer Produktions... Module gut, aber so wie mich die momentane Situation anschaut, ist es fast besser, ich baue hier so ein LAN-Modul rein, um die Verteidigung meiner anderen Module zu schützen. Da drüben sollte ich reparieren gehen, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht. Ach, jetzt hat es hier aufgehört. Sehr interessant. Ja, das hat aufgehört. Sehr gut. Puh. Das dachte ich schon, dass ich ein Riesenproblem hätte und habe natürlich jetzt auch da oben das LAN-Modul gebaut. Wobei ich doch noch Produktion hinstellen hätte sollen. Aber gut, egal. Jetzt ist die Verteidigung ordentlich verbessert von allem. Hier ist die Reparatur auch erledigt. Ja, passt. Gut, dann gehe ich mit ihm wieder hoch. Ja, und ich sollte da unten trotzdem jetzt auch mal die Tür aufmachen. Jetzt ist er eh schon. Nicht mehr an seiner Position am Werken. Aber vielleicht benutze ich ihn auch lieber, um da oben einen Spawn zu unterbinden. Wobei, Moment mal. Sollte ich fast, er ist mein bester Ingenieur, sollte ich fast mit ihr machen. Ja, überhaupt. Ja, oder ich benutze beide, um Spawn zu unterbinden, ehrlich gesagt. Es sind jetzt schon so viele Räume ohne Energie. Okay, dann schauen wir weiter. Okay. Ich sehe nichts. Diesmal kein Spawn. Das hier ist ein schlechter Raum, um ihn zu verteidigen. Gehen nicht viel kleine Module hin. Aber ich... oder Moment mal. Vielleicht machen wir dann lieber mal...
Stunde dauert's noch. Naja gut, ich glaube, ich mache trotzdem dort den Strom an. Und nächste Runde bauen wir dann da oben ein Modul rein. Kann ich mit ihm hier runter, wo die Tür geöffnet wird. Das ist mir fast lieber. Haben wir halt einen Turn die Produktion nicht benutzt. Oh, und wir haben hier Stromausfall in dem Raum. Was nicht gut ist. Und in irgendeinem anderen auch. Hier drüben. Oh Mann. Das ist erst recht nicht gut. Wenn wir jetzt von hier oben Spawn bekommen, ist unser bester Verteidigungsraum außer Gefecht gesetzt, diese Runde. Der Kumpel sollte ja eigentlich beim LAN-Modul auch bringen und dort etwas extra Verteidigung rauskitzeln. Den habe ich vorher gar nicht dazugestellt. Jetzt aber. Na gut. Wo ist der Ausgang, frage ich mich schön langsam, liebe Leute. Wir schauen mal weiter. Eine Kiste. Oh, Wärteruniform. Das ist leider eine der miesesten Rüstungen im ganzen Spiel, so wie ich das verstehe. Einspawn. Okay. Mal sehen. Ja, die ist wirklich nichts Besonderes. Verteidigung 10. 140 Hitpoints und minus 1 Geschwindigkeit. Hier haben wir dieselbe Verteidigung, Abklingzeiten regeneriert, nehme ich an. Reduziert, meine ich. 50 Leben weniger dafür, Trefferpunkte, Regeneration. Naja, die ist auch nicht viel besser. T-Shirt. Ja, T-Shirt ist noch schlechter. Okay. Die hier hat mehr Verteidigung. Ja, das ist natürlich das Allermieseste, die Häftlingskluft. Ja, dann bekommt's er. Ja, ein Händler wäre jetzt schon gut. Bast war auch wieder keiner drinnen. Gut, die Forschung ist abgeschlossen. Wir haben gesagt, wir schauen, obwohl ich schaue lieber zu dem anderen. Moment mal. Wir nehmen hier die Biomasse, Konservierung, das Upgrade. Okay. Und schauen wir noch, was es als nächstes gäbe. Okay, da wird es dann diese bioorganische Übertragung werden. Aber jetzt reißen wir das hier ab. Bauen uns noch mehr ein Wissenschaftsmodul. Gut, jetzt sind gerade diese zwei ausgefallen. Ein Nahrung und ein Wissenschaftsmodul haben gerade keinen Strom. Naja, ich nehme Nahrung. Ist jetzt wichtiger, denke ich. So, so einen kleinen Buddy dazu. Alles klar, ja, dann machen wir weiter dort unten auf.
sollten wir hier vielleicht... Ach so, wir haben da keinen Strom mehr, blöd. Ja, das ist... Wobei, vielleicht sollten wir auch nicht hier aufmachen. Dann haben wir zwei mögliche Räume, aus denen spawnen könnte. Und nur die zwei Helden zur Verteidigung. Der Raum da oben ist ausgeschaltet und hier unten haben wir nirgends Strom. Gut, wir könnten mit den anderen... Ja, wobei, da ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass was spawnt. Naja, wir müssen es machen. Was soll's. Okay. Wieder Glück gehabt. Und wir aktivieren welchen Raum? Das ist jetzt hier die Frage. Da ist immer noch der Stromausfall, was nicht besonders toll ist. Hier bräuchten wir drei Räume. Aber nee, das bringt's nicht. Wenn hier mehr Modulplätze wären, zumindest zwei, dann würde ich hier weitergehen, damit ich das Eck hier absichere und nicht wen hier stehen haben muss. Aber es sieht so aus, als würden wir den hier machen. Und was für ein Modul kommt hier hin? Vielleicht mal so ein taktischer HUD. Oder mehr jetzt noch ein letztes Produktionsmodul. Wobei jetzt für 70 und alle bringen 6. Das heißt, ich müsste 12 Runden. Oder 12 Türen noch überstehen. Nee, ich glaube. Bis er sich rechnen würde, oder besser gesagt, die jeweilige Ressource dann zum gleichen Wert wiederhergestellt wäre, was ich jetzt Produktion dafür brauche. Also, nee, ich nehme so einen taktischen Part. Alles klar. Setz da einen Kumpel. Ach nee, wobei, wir haben so schlechte Verteidigungsmöglichkeiten hier. Ich baue hier eine Wimp-Kanone. Naja, Viralinjektor. Oder einfach zwei Kanonen. Ja, machen wir so, zwei Kanonen. Okay, er kann einen Raum weiter runter. Gut, und wir öffnen die nächste Tür. Ja, hier ist der Ausgang, okay. Sehr gut, wieder kein Spawn. Und wir haben das letzte Level up, außer wir wollen sie austauschen gegen sie hier. Wobei, wie gesagt, sie kommt auf 11 zu geringeren Kosten, als wir sie für 10 anwerben könnten. Das einzige wäre eben, wir hätten hier den Säbel für sie und für sie haben wir immer noch keine Knarre. Nächste Runde könnten wir die hier anwerben. Nee, aber ich gebe ihr das Upgrade. Das passt schon. So. Gut. Läuft noch eine Forschung? Ich glaube, es läuft noch eine Forschung, ne? Ja, wir machen die nächste Tür auf. Wieder ein Kollege. Ja, die Forschung ist abgeschlossen. Eine weitere ginge noch. Wer ist er? Ken. Das war ein Schwertkämpfer, glaube ich. Den habe ich
dem habe ich auch mal gespielt bei meinem Kollegen. Er war gar nicht so schlecht, wie ich das in Erinnerung habe. Okay, wir können einen weiteren Raum aktivieren. Jetzt ist es ja auch schon egal, ob da irgendein Modul hingeht oder nicht. Ehrlich gesagt. Gut, hier ging eins her. Hier ging auch eins hin. Ja, das wäre noch praktischer hier als hier. Weil dann könnten sie nur von der Seite kommen. Andererseits geht die Verteidigungswirkung von ihr dann verloren. Weil dort nichts spawnt und auch nichts hinläuft. Es ist vielleicht besser, den hier zu nehmen. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Da haben wir eigentlich alles gebaut, was wir bauen sollten. Wenn wir den aktivieren, können wir mit ihm hier hochgehen. Da erforschen wir jetzt. Naja, wir könnten schon das eine noch erforschen. Drei Türen wären schon noch da. Ich frage mich gerade, ob ich nicht lieber abhauen sollte jetzt. Es sind schon alle auf 11. Wir haben jetzt auch lang Glück gehabt, dass nichts gespawnt ist. Demnächst kommt vermutlich mal wieder eine ordentliche Welle daher. Wenn ich jetzt einfach weitermache. Ja, die Frage, die eine Forschung jetzt hier noch machen, bioorganische Übertragung, das sollte sich schon ausgehen eigentlich. Das mach's noch. Das wird schon passen. Berühmte letzte Worte. Das stand dann auf seinem Grabstein. So. Dann bauen wir hier noch eine Windkanone her. Verteidigung vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Wo es geht. Und wo es auch Sinn machen würde. Aber die meisten Sachen, bei denen Spawn kommen könnte, sind schon relativ gut abgesichert. Hier könnte ich noch was hinsetzen. Na gut, das hier ist jetzt etwas riskant. Ah. Und wir haben wieder einen elektromagnetischen Impuls abbekommen. Aber keine Gegnerwellen. Jetzt gehe ich mit ihm hier runter, damit nicht hier die Forschung überfahren wird, falls da oben was spawnt. Kann ich ja dann hier hochlaufen in den Raum. Der ist ganz gut zum Verteidigen. Okay. Dann kann es ja weitergehen, die nächste Tür. Ah ja, jetzt haben wir spawned. Und wie gerade gesagt, er geht hier hoch. Ach, natürlich ist hier der Stromausfall wieder genau in dem Raum, in dem ich verteidigen müsste. Das dürfte das kritischste werden. Sie zieht sich hierher zurück.
Er ebenso. Ja, und er müsst fast hierher. Das ist das Blödeste jetzt, ehrlich gesagt. Dass hier der Stromausfall ist. Da. Okay. Einige laufen durch. Ach nee. Das war jetzt doof. Was? Kommt da irgendwas, was aus den... Nee. Passt schon. Oh. Oh, wow, wow. Er braucht dann gleich mal Verstärkung. Er soll hier die Fähigkeit anmachen. Okay, ich kann den nächsten Raum aktivieren. Oh Mann, hier, das ist wirklich übel. Oh Gott. Okay, hier kommen jetzt auch welche durch. Sie aktiviert die Heilung. Wo ist sie überhaupt? Sie steht eh noch mit ihm im Raum. Er aktiviert das hier und boostet seine Verteidigung. Aber er muss dann gleich mal hier hinterher. Da kann ich ihn... Den kann ich am ehesten dann losschicken. Wobei, jetzt kommen da noch ein paar. Ja, er muss trotzdem jetzt. Okay. Na, ich will ihn eigentlich hier lassen zum Reparieren. Also muss ich mit ihr darüber. Okay, sehr gut. Ja, jetzt sind nur diese paar Kristallspinner noch abzuhalten. Okay, passt. Ja, er hat sich hervorragend geschlagen hier unten. Gut, wir haben alle getötet. Sehr gut, wir können noch einen Raum aktivieren. Wir machen den da an, damit da nichts spawnen kann. Dann brauchen wir hier auch den Kollegen nicht mehr abzustellen. Und dann können ihn wieder da oben stationieren. Ach, Moment mal, ich muss alles reparieren, was zu reparieren ist. Okay, das war's dort. Da drüben haben wir einiges, das machen wir mit ihm. Den Raum hat er schon repariert. Hier ist nichts. Da müssen wir reparieren. Ach ja, das ist jetzt eh von einem Stromausfall betroffen. Das Ding hier war fast im Arsch. Die Verlangsamung. Ach, wieso ist die letzte Tür jetzt auf? War da wieder so ein Rambock unterwegs, vermutlich. Aber dann ist jetzt die Forschung abgeschlossen, oder? Dann kann ich jetzt eh den Level abschließen. Ja, die Forschung ist abgeschlossen. Passt schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann werden wir hier überall den Strom ausmachen. Hier anmachen. Ja, da haben wir ja einen freien Fluchtweg. Sehr schön, wir gehen mit den rein. Ach nee, Moment mal. Ach ja, was doof ist, ist, dass wir keinen Händler haben. Wir verlieren jetzt hier die zwei Items, die da unten drinnen sind.
Und ja, ich glaube, da passt das eh. Das Häftlings, die Häftlingskluft ist mies. Die kann ruhig verschwinden. Und der Säbel bringt uns auch nichts. Wir haben keinen, der Schwert daher nimmt. Ja. Ja, insofern passt schon. Dann sollen die zwei verschwinden. Gut, schauen wir nochmal. Geschwindigkeit 37, 41. Die sollte. Den Kristall tragen. Okay. Und die restlichen können schon mal zum Ausgang gehen. Hier kommt nichts rechtzeitig an sie ran. Um ihr gefährlich zu werden. Ja, passt. Alles klar. Na dann auf zum nächsten Level, liebe Leute. Los geht's. Stockwerk 11, wir kommen. Gut, 4 von 4 anwesend, Ausgang. Nur Geister können den Ort hier noch schlimmer machen. Weil das unmöglich ist, richtig? Haha! Wie heißt's im Dungeon of the Endless? Alles ist möglich. Gut, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Oder besser gesagt, an dieser Stelle zu Beginn des nächsten Levels. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es dann weitergeht im Level 11. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.